Ja, willkommen zu unserem Krampus Online-Spezial mit Christoph Brandner. Und die haben einmal deine Position rausgeschrieben. Development, Coach and Mentor klingt sensationell gut. Was heißt das genau eigentlich? Ja, genau. Das ist die Frage, die hat sich schon öfters gestellt. Das klingt natürlich sehr umfangreich, ist es auch eigentlich. Aber im Großen und Ganzen hat es so zwei, drei Bereiche, wo meine Hauptarbeit drinnen liegt. Im einen in dem individuellen Coaching mit den Spielern. Ich arbeite auch mit einem Mentalcoach zusammen, Dieter Graf Neureiter, der auch schon über die Jahre hier mit dabei ist, und wir machen gemeinsam eben diese individuelle Betreuung von einzelnen Spielern, vornehmlich zur Zeit und in den letzten Jahren in der AHL und ein bisschen in der U18, aber größtenteils eben in diesem Bereich. Und der andere Teil ist eben dieses, wir haben sehr oft und lange am Nachwuchskonzept gearbeitet, das wir jetzt starten und integrieren wollen. Wir haben ja schon in diesem Jahr gemacht, aber das war sehr viel Aufwand ein Bereich, wo man eben sagt, da muss man entwickeln und da muss man ein bisschen Zeit investieren und Wissen investieren, dass wir hier auf einen gemeinsamen Nenner kommen im Verein und in der Ausbildung dann an einen Strand ziehen. Lass uns kurz noch auf deine Historie ein bisschen eingehen. Erster Österreicher, der NHL überhaupt gespielt hat, also jetzt ein Feldspieler logischerweise, und getroffen. Wie präsent sind die Erinnerungen noch an diese NHL-Zeit, an dieses Jahr oder diese Zeit in Amerika? Ja, ist ja doch schon eine Zeit her, wie du richtig gesagt hast. Erschreckend lang eigentlich. Aber ja, die Erinnerungen sind schon noch präsent. Muss aber auch dazu sagen, dass diese Zeit sehr, sehr stressig und hart war für mich, weil ich immer schon ein Spieler war, der viel gegrübelt hat. Und das ist drüben auf alle Fälle mal nicht hilfreich. Das System ist auch, ich bin mit 28 rüber. Das heißt, ich war das europäische Spiel und eben, wie man so eine Saison bewältigt, von hier gewohnt. Und dann kommst du in relativ späten Jahren rüber in dieses amerikanische System, wo du eigentlich zum Teil an Nummer bist. Du musst funktionieren, und wenn du nicht funktionierst, dann sind 10 andere da. Und mit dem habe ich schon am Anfang große Probleme gehabt. Dementsprechend waren auch dann die Camps und so, die drüben waren, nicht leicht. Und die Jungs, die halt jetzt drüben geschafft haben, die haben das aus gutem Grund geschafft. Und die es schaffen werden, die haben genauso einen harten Weg vor sich. Also es ist kein leichtes System da drüben. Jetzt hat es aus österreichischer Sicht ja lange nichts mehr gegeben. Logischerweise Michi Grabner und Michi Raffel sind ja aktuell noch drüben. Thomas Warneck, ja und nein, wird wahrscheinlich hoffentlich wieder einen Verein finden. Eine heiße Aktie, und alle reden drüber, über Marco Rossi. Wie schätzt du seine Chancen, oder als ehemaliger NHL-Spieler, hättest du einen guten Tipp für ihn, wo du sagst, so musst du machen? Nein, ich glaube, also eben wie gesagt, weil es schon so lange her ist, es hat sich mittlerweile sehr verändert, das Eishockey. Und die Jungs haben glaube ich, auch einen viel anderen Zugang zu dem Ganzen, was jetzt ist. Sie sind auch, glaube ich, besser ausgebildet, als wir damals waren, muss man auch sagen. Die Ansprüche werden für die jungen Spieler immer höher. Es wird alles schneller und körperlich muss man da wirklich an die Spitze und an die Grenzen gehen. Ein Tipp habe ich für die Jungs nicht, weil ich glaube, das ist für jeden ganz individuell und unterschiedlich. Aber ich glaube, diese jungen Spieler haben den Vorteil, oder zumindest ein bisschen einen Vorteil, dass sie langsam in dieses ganze System reinwachsen. Eben in diese Drafts und dieser Auswahlgeschichte, die nicht leicht ist. Und wenn du das schon in College-Zeiten und so weiter ein bisschen gewohnt bist, dann tust du eventuell ein bisschen leichter, wenn du dann wirklich um einen Platz in einem NHL-Team kämpfst. Du hast erzählt, du bist jetzt aber relativ spät drüben angekommen, muss man sagen, tut man sich logischerweise noch schwieriger. Reden wir über Timo Nickl und über Fabian Hochecker, die sind ja auch noch beide sehr, sehr jung, und ihre Chancen aus deiner Sicht? Ja, ich glaube, es ist ein bisschen früh zu sagen, ja, der eine schafft es und der eine schafft es nicht. Das entwickeln sich dann für die auch noch. Wie gesagt, aktuell Fabian Hohecker ist verletzt, hat glaube ich eine Gehirnerschütterung drüben erlitten, nachher noch einen harten Check. Timo Nickl ist nach wie vor, spielt sehr gut, und alle reden sehr positiv über beide. Wo das dann hinführen wird, ich glaube, die Menge an Spielern da drüben ist so groß, und die Wahrscheinlichkeit, dass es wirklich dann einer fix in die NHL schafft, ist so klein, dass man da wirklich auch ein bisschen Glück haben muss und ja, zur richtigen Zeit am richtigen Ort, und natürlich die Voraussetzungen, ja, also technisch müssen natürlich auch passen, aber ich glaube, die sind schon bei beiden gegeben, auch bei Marco Rossi natürlich. Insofern sind immer die Voraussetzungen da, wie es dann weitergeht, da kann ich keine Prognose abgeben. Ja, wäre natürlich schön, auch wieder aus dem eigenen Unterbau, eben da aus Klagenfurt, ja, wieder einen ganz großen Spieler rauszubringen. Ja, ich glaube auch, das muss auch unser Ziel sein hier. Also es ist zwar schön, wenn wir Spieler in die EBL bringen, aber ich glaube, der Anspruch kann durchaus auch so sein, dass man sagt, man bringt Spieler halt vielleicht einmal nach Schweden, oder man bringt Spieler in die NHL oder was auch immer. Es haben
das meiner Meinung nach, die Ziele müssen da schon ein bisschen höher gesetzt sein. Und alles, was dann kommt, ist Plus. Ein großes Ziel muss natürlich auch sein, das Nationalteam auch mit guten Spielern zu füttern. Du warst ja auch selber natürlich ein Bestandteil des Nationalteams. Aus deiner Sicht, woran hakt es aktuell? Warum sind wir nicht so erfolgreich? Ist es das Spielermaterial oder kommt unsere Zeit noch? Du meinst im Nationalteam? Im Nationalteam. Ja, ich glaube, das ist immer schwierig. Es findet dann oft einmal so ein Wechsel statt, auch von den Spielern. Manche sind ab einem gewissen Grad schon einmal Alter erreicht, wo sie eigentlich viel erreicht haben, internationale Turniere auch gespielt haben, die Ambitionen vielleicht jetzt nicht mehr so da sind, dass man ins Ausland geht. Da wird man natürlich dann zum Teil, sage ich mal, hat man nicht mehr den Biss, den vielleicht ein Junge hat. Und deswegen ist gerade diese Umstellung, glaube ich, jetzt in dieser Zeit, wo wir sie haben, wieder wichtig, dass man neue Leute von unten raufholen, Leute auch, die im Ausland spielen, in Schweden oben oder eben in Amerika und Kanada, die diesen Drive haben. Und ich glaube, wenn man die dann auch im Nationalteam positionieren kann, beziehungsweise wenn die kommen, dann geht es da schon wieder bergauf. Also wir sind da jetzt nicht, nur weil wir heuer in die B-Gruppe abgestiegen sind, auf einen schlechten Weg. Das ist halt einmal jetzt blöd gelaufen, sage ich mal so. Aber die Entwicklung generell, wir haben schon einige gute Spieler, die da in den nächsten Jahren wieder den Schwung nach oben schaffen können. Wäre das das Ziel vielleicht in der Zukunft für dich selber mal Nationaltrainer zu sein? Ich muss ehrlich sagen, als Mannschaftscoach, das habe ich schon ein paar Mal jetzt ausprobiert und ich habe einige Dinge eben hier auch machen dürfen, sehe ich mich gar nicht so. Vielleicht einmal später, aber ich fühle mich ganz, ganz wohl in der Rolle des Entwicklungscoaches, beziehungsweise eben, was mehr so ein bisschen mehr in die Skills und Technik reingeht, weil ich glaube, ich habe da ganz ein gutes Auge dafür und erkenne da Dinge, die die Spieler sicher weiterhelfen. Unterstützend dazu braucht es natürlich alle technischen Hilfsmittel, die es gibt. Und der KC hat ja dieses schwedische System, dieses Videosystem. Vielleicht kannst du es ganz kurz erklären, wie das Ganze funktioniert. Ja, das haben wir heuer neu. Und in Schweden wird das schon fast in jedem Verein benutzt. Ist also ein Videosystem, das aus 4 Kameras besteht. Die decken eigentlich das ganze Spielfeld ab. Und wir haben die Möglichkeit dann, sei es jetzt ein Training oder alles, was eigentlich in der Halle stattfindet, aufzunehmen, haben dann auch die Möglichkeit, die Positionen vom Spielfeld und so zu wechseln. Also es ist wirklich ein Hightech-System, was gut funktioniert und was meiner Meinung nach auch vor allem fürs Training super ist, weil man kann Spieler unmittelbar danach herholen und sagen, du schau, das ist die Situation gewesen, wir wollen das so oder das wäre cool hier. Oder wenn man zum Beispiel ein Powerplay-Training hat im Training, das kann man kurz aufnehmen und danach gleich anschauen. Also das System hat wirklich viele Dinge, die man nutzen kann. Wir müssen uns halt jetzt nur eben mal in den Coaches-Bereich und in den Trainer-Bereich auch so weit bringen, dass jeder damit gut arbeiten kann. Und dann hat das einen absoluten Mehrwert. Und in naher Zukunft ist natürlich auch geplant, relativ bald schon auch Spiele dann zu streamen und anzuschauen. Ja, genau, das ist der nächste Punkt. Man kann dann eben dadurch diese 4 Kameras so eine Auto-Follow-Funktion haben. Das heißt, es geht immer dort mit, wo das Spiel sich befindet. Das heißt, es braucht keiner mehr oben stehen und die Kamera führen. Und schwenken, logischerweise. Genau, also das kann man dann automatisch eben eingeben und dann ist es auch möglich. Und es ist auch bei uns so geplant, dass man dann Nachwuchsspiele, die in der Halle stattfinden, auch gegen eine gewisse kleine Gebühr dann überträgt und Leute sich oder Eltern oder auch ausländische Clubs sich das dann anschauen können. Du klingt sehr, sehr spannend, muss man sagen. Jetzt hast du viel mit dem Nachwuchs zu tun. Wie ist der Bezug zur Kampfmannschaft? Wie weit verfolgst du das Ganze? Wie kriegst du das mit? Wie intensiv, wie nah bist du bei unserer Truppe dabei? Mit der Kampfmannschaft eher weniger. Also die Spieler, die auf und ab kommen, mit denen hat man schon Kontakt, die dann ins Farmteam runterkommen oder beziehungsweise raufwechseln. Aber mein Hauptaufgabengebiet ist eigentlich mehr die AHL. Und ja, also ich schaue mir die Spiele natürlich an, verfolge das auch, aber jetzt, was genau in der Mannschaft vorgeht und so weiter, da habe ich jetzt auch weniger Bezug dazu. Du, letzte Frage, wir sind ja knapp vor Weihnachten. Wie schaut es bei dir selber aus? Wie feierst du Weihnachten? Ist das klassisch? Ist das groß, Familie oder ganz? Eigentlich
immer klein. Meine Schwester, die wohnt hier, hat auch eine Familie her mit zwei Kindern und eben meine Familie, sind wir schon einmal zu acht und dann kommen noch meine Eltern rein am 24. Und ja, dann wird das ganz normal gefeiert. Nichts Aufregendes. Also, Christkind oder Weihnachtsmann? Ja, meine Kinder wissen schon, die sind jetzt 11 und 16. Also okay, die sind schon aufgeklärt. Erfahrung, aber für die Schwester ihre Kinder natürlich, da werden wir ich glaube, sie hat das Christkind, da muss ich mal nachfragen, dass ich mich nicht verplapper dann. Aber ja, machen wir sicher so. Also liebe Kinder, wenn ihr das anschaut, Christkind gibt es definitiv. Ja, genau. Du, vielen Dank für das sehr, sehr interessante Interview. Dankeschön. Gerne, danke.